Gerhard, so aushalten können, ja, ermöglichen können, einfach mal erlauben, nicht wissen, was dabei rauskommt und wenn es ganz schlimm kommt, nur nicht mal was bauen. Das sind jetzt keine Qualitäten, die den Vorarlberger an sich, glaube ich, auszeichnen. Wie ist es in der Politik, sowas tatsächlich auszuhalten? Ist es ein Problem oder gibt es irgendwelche Rezepte, dass man das ermöglichen kann? Weil Agnes hat gesagt, wenn man dann quasi diese Möglichkeit gibt, dann kann man auch erst diese Bedürfnisse wahrnehmen, weil sie dann erst aufkommen, die man davor vielleicht gar nicht gemerkt hat. Wie macht man sowas politisch? Also grundsätzlich glaube ich, dass ich nicht wirklich ein Politiker bin. Ich bin vielleicht Bürgermeister jetzt. Aber so die Bürgermeister in kleinen Ortschaften sind nicht so die Politiker, wie man sie kennt vom Land oder vom Bund. Also wir sind direkt an der Basis und direkt in der Begegnung mit den Menschen. Also es gibt auch verschiedene Typen von Bürgermeistern. Die einen sind wirklich visionär und versuchen auch irgendwas zu platzieren, ihre Gedanken auszusprechen, einzuladen, darüber nachzudenken. Es gibt solche, die denken, so wie es ist gut, das hat gereicht, um eine Mehrheit zu bekommen. Und das ist für mich ausreichend. Also ich versuche, den Gedanken nach vorne zu richten. Ich versuche, mich in die Menschen hineinzuversetzen, denen gleichgegangen ist wie mir. Ich bin vor 30 Jahren von Dornbirn nach Hittisau gezogen, habe mich versucht, bestmöglich zu integrieren. Es war vor 5 Jahren ganz schön. Ich konnte immer sagen, wenn man sich bemüht, sich zu integrieren, kann man es bis an die Spitze treiben. Also es kann durchaus funktionieren. Aber man braucht Geduld und man muss in einer politischen Funktion, auch wenn man nicht Politiker ist, muss man wissen, dass man nur auf eine gewisse Zeit einen Auftrag bekommt, irgendwas zu machen. Und dann geht es darum, ist es für einen selber dann auch die Erfüllung? Kann man die Visionen umsetzen? Und das muss man sich für sich abstempeln. Das Schlimmste ist, wenn man politisch verantwortlich in einer Gemeinde ist, seine Visionen hat, gekränkt ist, wenn man sie nicht umsetzen kann und hinterher keine Perspektiven mehr hat. Ich bin in der glücklichen Lage, auch Perspektiven zu haben, sollte ich mal nicht mehr gewählt werden. Und mir wird der Bregenzer Wald immer wichtig sein, speziell auch Hittisau. Und es gibt noch ein paar Projekte, die mir sehr, sehr wichtig sind. Und da bin ich auch gerne unterwegs und arbeite gerne 60 Stunden oder 70 in der Woche oder arbeiten. Meine Frau sagt immer, du tust eh nichts, sitzt ja nur rum. Aber ich bemühe mich in der Zeit, die ich zur Verfügung habe, meine Gedanken einzubringen für eine gute Entwicklung einer Gemeinde in einer lebenswerten Region. Und was mir auch wichtig ist, es geht nicht immer nur um die Gemeinden, sondern wirklich ums regionale Denken. Auch gewisse Dinge sind besser, wenn man sie groß überlegt und nicht nur für eine Gemeinde mit 500 Einwohnern oder für eine Gemeinde mit der zweitgrößten Kirche im Land. Also Kirchtumdenken ist nicht mehr angebracht heutzutage. Es geht einfach, das Große im Blick zu halten, mit der Basis in der eigenen Gemeinde überschwappen auf die ganze Region und aufs Land. Und wenn wir das alle schaffen würden, so zu denken, glaube ich, dass wir unsere Zufriedenheit und Lebensqualität noch lange erhalten könnten. Also nachdem ich ein großer Fan der Gewaltenteilung bin, ist der Begriff des Politikers für mich eigentlich eher ein Lob beziehungsweise eine Ehre, wenn man Politiker sein darf. Es war jetzt nicht als Beleidigung gedacht, sondern es ist eher schwierig, wenn es genügend Politiker gibt, mit denen man sich da nicht beidentifizieren will. Also ich glaube, was du machst, das ist Politik, Gemeindepolitik im besten Wortsinne. Simone, diese Ermöglichung, dieses Zulassen, dieses Nicht-Wissen, was rauskommt, das ist schon schwer, oder? Das auszuhalten teilweise. Oder zumindest für manche Gestalter oder für Entscheidungsträger ist es wahrscheinlich schwer. Wie ist es bei euch? Ist da alles immer ergebnisoffen oder gibt es auch Leute, die sagen, ja, jetzt soll es dann aber schon mal körig und fertig werden? Ja, also ich glaube mal, dass es für die Entscheidungsträger schwierig ist. Also für mich selber in der Ausführung, ich finde es nicht schwer, weil ich sehe, wo es reingeht, wir machen alles mit Gefühl, wir machen alles aus Bedarf raus, was der Mensch wirklich gerade braucht. Also es ist nicht so schwer für mich. Also die Frage bezog sich tatsächlich auf die Entscheidungsträger, weil ich glaube, wenn es darum geht, solche Orte zu gestalten, dann brauchen wir Leute, die das aushalten. Genau.
die brauchen sehr viel Vertrauen oder müssen selber auch eine Vision her, um zu verstehen, was das alles bewirken könnte. Das sieht man nicht in einer Woche, das sieht man vielleicht nicht in einem Jahr, vielleicht in 5 Jahren, was das Projekt wirklich bewirkt und wie es die Gesellschaft und die Region eigentlich weiterentwickelt. Und dort braucht es einfach in der Reihe der Entscheidungsträger welche, die sich drüber trauen. Also ich glaube, das ist eines der Learnings für heute, die wir dann in der Abschlussrunde auch nochmal auf alle Fälle mit aufnehmen werden. Michael, vorhin war der Vergleich Häuptling, Medizinmann, Medizinfrau. Was bist du, was ist Wort? Welche Rolle siehst du bei dir? Also ich war mal sowas wie eine Hebamme vielleicht für das Wort. Eine Mitideengeberin, eine Wegbereiterin. Inzwischen bin ich ehrenamtliche Obfrau. Vielleicht schon sowas wie Häuptling auch. Aber ich glaube, was solche Orte auch auszeichnet, ist das, dass wir nicht in Hierarchien denken. Also wir sind gemeinsam in einem Boot und natürlich haben wir verschiedene Aufgaben. Und wir haben das große Glück, dass jeder sich auch dort einbringen kann, wo er seine Stärken hat oder sie seine Stärken hat. Ich glaube, so etwas zeichnet solche Orte auch aus, dass man gemeinsam am Weg ist. Und Bertram, für dich noch kurz abschließend. Du hattest es in deinem Statement zu Beginn auch schon mal erzählt oder gesagt, eben dieses Chörige und also dieses Aushalten, dass es schwierig ist. Was braucht es oder was könnt ihr beitragen, dass sich Gemeindeverantwortliche trauen, solche Orte zu ermöglichen oder zumindest vielleicht zu erlauben, wenn sie schon selber nicht ermöglichen oder gestalten? Ja, also zwei Dinge fallen mir ein, anschließend an das, was vielleicht vorher gesagt wurde, wo über das Scheitern gesprochen worden ist. Das ist eine Haltungsfrage. Ich glaube, immer wenn es um Menschen geht, wenn es ums Leben geht, dann ist Scheitern ein integraler Bestandteil, wo man im besten Sinn auch was lernen kann davon. Schwierig ist es, glaube ich, eher, und da denke ich jetzt an so Systeme wie halt das Land oder Fördersysteme, die tun sich mit Scheitern natürlich schwierig, oder? Weil man natürlich Dinge, wenn es um öffentliche Gelder geht, wenn es um Einsatz von etwas geht, dann will man natürlich auch sagen können, das hat eine tolle Wirkung erzeugt. Und da ist es schon schwieriger zu argumentieren, ja, da ist auch etwas gescheitert und das kann auch was Positives sein. Also das muss man mal begründen können. Also da passen manchmal diese Welten schon nicht unbedingt so dazu. Und also ich glaube, diese Auseinandersetzung ist eine nicht unwichtige, die man führen kann. Und das Zweite, was man halt beitragen kann, ist, ich glaube, dass man wirklich der Umgang mit der Gestaltung dieses Lebensraumes, jetzt, ich denke jetzt halt vor allem an diese dritten Orte, auch lernen kann. Also noch einmal in diesem Mischpultbild, dieses Gespür dafür zu bekommen, wie Dinge eingesetzt werden müssen und feinfühlig auch hat etwas mehr dazugegeben wird oder weniger. Ich glaube, das ist etwas, was man entwickeln kann. Ich glaube, was der Gerhard sagt oder was ihr alle halt in eurer Tätigkeit, finde ich, ausdrückt, ihr wisst das oft am Anfang auch nicht. Oder? Und im Tun sozusagen bekommt man erst das Gespür und den Riecher dafür, was ist eigentlich, was funktioniert im Leben. Und das paart sich dann halt oft auch mit einer Vision, die man hat, die man natürlich auch braucht, wenn man so etwas Mutiges neu beginnt. Du hast diese Techniken angesprochen, die man braucht oder die man lernen kann, damit so Orte funktionieren. In unserem Wohnmobil sitzt jemand, der Experte ist für solche Techniken. Martin, jetzt hoffen wir, dass heute einige Bürgermeister und Bürgermeisterinnen zugeschaut haben, die gesagt haben, okay, also irgendwie, jetzt bin ich doch angefixt, das sollte jetzt bei mir in der Gemeinde auch sowas entstehen. Was müsste der oder diejenige tun? Was sind wirklich so konkrete Schritte, wenn jemand sagt, ich möchte gern bei mir im Ort einen Ort gestalten, wo Dinge möglich werden? Also eine wesentliche Frage damals, kann man sagen, das war eine harte Diskussion. Das heißt, wenn Gemeinde Gestaltung oder beziehungsweise politische Gestaltung darauf aufbaut, dass man sagt, Beteiligung ist es dann, wenn ich eine Idee habe und möglichst viele machen mit, oder
andersrum, und das ist dann die entscheidende Frage, ob man Othello ermöglichen will oder nicht, oder ist tatsächlich so dieses gemeinschaftliche, gemeinsame Gestalten ein offener Prozess, wo ich auch als politisch Verantwortlicher ermöglicher wird. Und dann kann sie eine Kultur entwickeln. Das heißt, es gibt immer wieder Prozesse, wo es wichtig ist, dass ganz klar ein Fokus vorgegeben ist, damit man bestimmte Förderungen oder andruckfähig bleibt. Aber es gibt so einen Kern in einer Gemeinde, den man wachsen lassen kann, wo tatsächlich aus der Bevölkerung im Sinne von ich bringe mich ein, aus der Zugehörigkeit zur Gemeinde, möchte ich auch, dass was wachsen kann da drinnen, dann entsteht sowas wie eine Kultur. Und die Begründung, und das muss man sich trauen in einem Gemeinderat, tatsächlich so einen Ort zu ermöglichen, wo man vorher noch nicht genau weiß, was denn daraus erwächst. Das ist ein Risiko. Und dieses Risiko, denke ich, das können wir vielleicht mittlerweile Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister oder es kommen ja immer wieder Gemeindedelegationen zu uns. Wir können zumindest das als Beispiel zeigen, dass nicht gleich was explodiert, dass sie die Menschen da nicht in die Haare kriegen, dass da einfach mit viel Ruhe und mit viel Mitgefühl gemeinsam an was weitergebaut, weitergedacht und über die Begegnung Menschen in ihren unterschiedlichen Lebensphasen begleitet werden. Und die ändern sich ja dauernd, darum ändern sich auch die Othellos mit den Menschen, die da drinnen aktiv sind. Und das, aus meiner Sicht, ist es ein Stück weit so eine Kulturfrage. Also wenn man als politischer Entscheidungsträger was in diesem Sinne zulassen möchte, dann ist das auch nicht einfach mit einem Schnipper getan, sondern dann begibt man sich ein Stück weit auf einen Weg, wo gemeinschaftlich dann was passiert. Aber es verändert definitiv auch ein Stück weit die Politikgestaltung innerhalb von einem Ort. Finde ich auch cool. Ist auch notwendig aus meiner Sicht. Und gibt ja auch Beispiele, wie wir da am Podium sehen, die tatsächlich nicht nur diese eigenen intrinsisch motivierten Visionen verfolgen, sondern auch ein gutes Gefühl haben im Hinhören und am gemeinsamen Gestalten und Zulassen. Also das glaube ich auch, dass wenn es einmal läuft, dann ändert es was in der Gemeinschaft und im Ort. Wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe, ist aber tatsächlich der erste Schritt erstmal nur in Anführungsstriche, dass ich einen Gemeinderatsbeschluss abgeben muss, dass ich es erlaube. So hat es bei euch immer funktioniert. Also das ist das Mindeste, was ihr fordert, dass die Gemeinde sagt, geht in Ordnung, oder? Geht in Ordnung, wir stellen Raum zur Verfügung und es gibt schon eine kleine Gruppe, so wir sagen da immer diese Magic Five dazu, die es wagen, dort Gastgeberinnen zu sein an diesem Ort. Dann funktioniert es eigentlich. Also wenn diese beiden Hürden und ein Ort auch zur Verfügung steht und das muss gar nicht mehr, also wir sagen immer, 2 bis 3 Jahre sollte ein Ort zur Verfügung stehen, damit zur Entfaltung dort passiert, weil so eine Kultur, die etabliert sich nicht von heute auf morgen. Wobei man jetzt sagen muss, das ist jetzt 10 Jahre her. Also ich sehe da ja auch genauso, also auch was Digitalisierung und andere Bereiche betrifft, ja heute auch nur mal ganz andere Voraussetzungen. Das heißt, ich glaube eben, dass so Dinge in Zukunft möglicherweise sogar nur viel spontaner oder schneller passieren und sie verknüpfen können, weil sie einfach so aus meiner Sicht so etwas wie ein systemisches Feld aufbaut. Und ich erlebe gerade jetzt nicht nur in meiner Blase, sondern auch in Nachbarblasen, da ist man halt, wenn man viel unterwegs ist, kriegt man das mit, so eine Sehnsucht tatsächlich, sie wieder neu zu verbinden. Und gerade jetzt nach dieser Pandemiephase, da merken wir, also das ist so wie ein Restart Zivilgesellschaft ein Stück weit. Und da braucht es jetzt tatsächlich recht schnell auch politische Antworten darauf, wie wir sozusagen diese Verbundenheit wieder neu verknüpfen. Und gleichzeitig kann aus dem aber wirklich, wirklich was Neues entstehen. Ich sehe das als Riesenchance gerade, also da wieder was Neues, wirklich wieder was Neues zu schaffen.
Diese Chance oder dieses Bild der Chance möchte ich nochmal aufgreifen, auch mit dem, was du gesagt hast, eben, dass sich in der Gemeinde was ändert und dass man sich darauf einlassen muss, Simone. Es war ja wahrscheinlich nicht so, dass ihr das Projekt gestartet habt mit der Ansage auch Richtung Politik und Entscheidungsträger. Übrigens, wir reden dann bei euch mit und wir werden dann quasi die Gemeinde mitgestalten, sondern wahrscheinlich ist es einfacher, wenn man erstmal sagt, das ist für uns, also wenn es ein bisschen abgekapselt ist. Oder funktioniert es, dass man sagt, man gründet so einen Ort schon mit der Aussage, man möchte quasi auch was aktiv gestalten in der Gemeinde, oder schreckt das eher ab, die Entscheidungsträger? Wir haben da eigentlich nicht auf politischer Ebene eigentlich angeschafft, sondern unsere Basis kommt ja wirklich aus der Jugendarbeit. Also wir wollten für die Jugendlichen was realisieren und der nächste Schritt ist einfach nicht die anderen Altersklassen dort mit ihnen zu beziehen. Und natürlich immer im Austausch mit der Gemeinde und mit der Entscheidungsebene. Also das ist uns ganz, ganz wichtig und das machen wir auch, also dass wir das miteinander mitentwickeln und dran schaffen. Gerd, wie siehst du so aus der Erfahrung mit den Bürgermeisterkollegen und Kolleginnen? Ist die Zeit reif, dass man sagt, du, wir wollen da was machen, wo wir aktiv mitgestalten? Oder ist es einfacher zu sagen, wir hätten einfach erstmal gern einen Raum und da hocken wir halt dann zusammen und dann haben wir Bier und ist eh okay? Oder ist es auch so, dass man wirklich so einen Ort gestalten kann, um mitzugestalten auch? Ist ja eher eine Angst bei der Politik? So Räume zuzulassen, wenn man das Gefühl hat, die wollen dann vielleicht noch mitreden. Also kleines Beispiel, in Deutschland gab es jetzt zum ersten Mal einen Bürgerrat, der war dann digital und das ist dann auch irgendwie so halbwegs verpflichtend, glaube ich, für die Bundesregierung, also waren auf Bundesebene ein Bürgerrat. Und das erste Thema, das sie sich stellen durften, war Deutschlands Rolle in der Welt. Also ich glaube, man hat das Thema extra deswegen so hoch angesetzt, damit sie ja nicht die Tagespolitik irgendwie mit kritisieren können, sondern auf irgendeiner Ebene, wo man sagt, das ist so abstrakt, da kann nichts passieren. Wie ist es auf kommunaler Ebene? Ist da eine Sorge, dass man zu viel mitredet? Also ich kann nur als Beispiel so den Vordernbrecker Zerwald nennen, da sind die neuen Bürgermeister sehr gut vernetzt, verbunden, wir treffen uns regelmäßig und wir tauschen uns auch aus. Also der Wille dieser neuen Bürgermeister oder Bürgermeisterin und auch Bürgermeister geht schon in eine ähnliche Richtung, weil wir die Wichtigkeit solcher Räume erkannt haben und das auch zulassen wollen. Mit den Bürgern, die ihre Stimme dazugeben dürfen, mit den politisch Verantwortlichen, die nicht nur der Bürgermeister oder der Gemeindevorstand ist, sondern viel größere Breite beinhaltet. Und ich glaube sehr wohl, dass die meisten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wissen, dass diese Räume wichtig sind in der Zukunft. Heute vielleicht im Bregenzerwald noch weniger, weil man sich irgendwo trifft in den Weiten des Waldes oder der Wiesen oder was auch immer. Aber ich glaube, in 5 bis 10 Jahren werden wir uns alle bewusst sein, dass sich die Gesellschaft dahingehend verändert hat, dass wir diese dritten Orte, diesen öffentlichen Räume zur Verfügung stellen müssen, damit Gesellschaft funktioniert. Dieser Blick in die Zukunft ist ein wunderschönes Stichwort, um dann so langsam auch in den Sinkflug von dieser Runde zu kommen. Was ich noch gerne einfach mal so in die Runde fragen würde, weil es jetzt heute Nachmittag ein paar Mal anklang, das Digitale, der digitale Raum, der ja dann wirklich irgendwo, keine Ahnung, der 4., 5., 27. Raum ist. Die Technik hat gerade nicht funktioniert. Bei einem echten dritten Ort habe ich so das Gefühl, solange das Bier kalt ist, kann nicht viel schief gehen. Bei Zoom schaut es dann doch immer anders aus. Wie seht ihr die Möglichkeit eines digitalen dritten Ortes? Ist da auch eine Art von Partizipation oder kann es nur eine Ergänzung sein, wenn es einen physischen dritten Ort gibt? Wie wichtig ist die Leiblichkeit für einen dritten Ort? Wir machen einfach noch so kurz einmal vielleicht die Runde, so ein bisschen querbeet, Bertram. Ja, der Martin hat es aufgebracht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es zum Beispiel ritualisiert solche Austausche gibt, digital mit der Martin und anderen Leuten, die in Bussen, auf Terrassen oder im Garten sitzend, einfach sich monatlich treffen, weil sie etwas Gemeinsames interessiert. Aber für mich ist wichtig, dass ich den Martin und Co. auch mal so getroffen habe. Oder? Genauso wie ich das Hotel auf Vöcklabruck
erst richtig begriffen habe, nachdem ich es 3 Tage beschnuppern konnte. Also ich glaube, dieses Verhältnis hat zum etwas gut abstimmen, schnell mit Leuten, wo man auch eine andere Tuchfühlung hat, ist es eine wunderbare Ergänzung. Wie ist es in Lustenau? Also gerade wenn es um die Zusammenarbeit mit Kindern geht, man sagt dann zu immer, die sind irgendwie digital affin, aber ich habe eher das Gefühl, die müssen erstmal wirklich das Körperliche viel mehr noch, haben wir so viel mehr nötig, weil es doch ein intellektueller Akt ist, irgendwie digital sich zu vernetzen. Ist es möglich, Wort nur noch im Netz zu haben? Also dieses nur noch, das wäre einfach schade, aber wir haben auch jetzt diese Möglichkeit der neuen Medien genutzt und haben zum Beispiel einen Roman geschrieben mit 5 oder 4 Partnerwörtern quasi aus 5 verschiedenen Ländern. Und wir haben Zoom-Konferenzen mit 5 Klassen aus Litauen, Irland, Italien, Österreich gemacht. Also die Welt wird ein Dorf, also das wissen wir, dass das dahin geht. Und es gibt schon Möglichkeiten, die sonst einfach nicht zur Verfügung stehen würden. Und dennoch denke ich, die Schwierigkeit von so dritten Orten oder auch von Gemeinden, wie der Gerhard erzählt, wo etwas anders ist, kann man oft so nicht erklären, bis die Menschen bei uns waren. Und auf einmal muss man nicht mehr erklären, was macht ihr, sondern das Feeling war hier und auf einmal wissen alle, ah, das ist gemeint, das macht diesen Ort besonders. Und das ist vielleicht schon nur dann möglich, wenn es auch einmal physisch ist. Ja, beides. Einfach beides soll irgendwo Platz finden in unserer Zukunft. Martin, nach 37 physischen Othellos, lieber 13 digitale, um die 50 voll zu machen, oder lieber nochmal 13 analoge? Da kann ich nur das, wie vorher das schon angeklungen ist. Also es ist eine wunderbare Ergänzung. Ich könnte sonst heute nicht mit euch mitdiskutieren, wenn es diese digitalen Technologien nicht gäbe. Was ich zunehmend merke, wir machen jetzt seit 2,5 Jahren so den Future Space, das ist so wie ein digitaler Trainingsraum, wo man sich im Raum trifft und diese Verwobenheit von Digitalisierung hautnah mal als Gruppe erlebt, wie sie das verwebt und wie einfach auch dazu, um eine Haltung dazu zu entwickeln. Und ich glaube, da stehen wir gerade. Also wir haben jetzt vieles ausprobiert und die Pandemie hat uns ein riesen Experimentierfeld, was digitale Technologien betrifft, beschert. Und das gilt jetzt zu integrieren. Also ich sehe das Ganze in vielen Bereichen als wunderbare Ergänzung, wo Dinge passieren, die einfach sonst nicht so spontan möglich wären. Und gleichzeitig bin ich aber selbst so gestrickt wie der Bertram. Es macht es so viel leichter, wenn man wen schon mal richtig persönlich beschnuppert hat und begegnet ist. Dann ist dann auch das Digitale wie so ein schöner Nachklang, weil man verbunden ist. Und da denke ich, da wird es weiter seine Bedeutung haben. Und ich glaube, dass die Orte physisch entstehen werden. Und ich glaube aber, dass ergänzend dazu auch tatsächlich virtuelle Räume als Ergänzung dazu kommen werden, noch viel stärker als jetzt. Aber ich glaube nicht, dass das eine das andere bedingt oder ersetzt, sondern dass das einfach eine spannende Ergänzung ist. Also ich sehe es tatsächlich für mich als Inspiration nach wie vor. Und genauso fühle ich mich jetzt auch. Also dadurch, dass ich da jetzt mit dabei war, bin ich wieder inspiriert, auch in dem Breakout-Gespräch. Das habe ich unglaublich inspirierend gefunden und das nehme ich mit. Ich bin zwar nicht physisch dort, aber dadurch wird das jetzt weitergetragen werden in den Begegnungen, die in der nächsten Zeit wieder haben werden. Und das ist aus meiner Sicht Menschheit, Menschsein und das können wir uns einfach, das können wir vielleicht einfach einmal so annehmen, dass das existiert und gleichzeitig kritisch bleiben. Also da bin ich schon voll der Fan. Also da auch Haltung dazu zu entwickeln und Möglichkeiten zu schaffen, wo wir zu den Digitalisierungsthemenfeld, das ja jetzt nicht nur diesen Bereich der Kommunikation betrifft, sondern auch ganz andere Taktungen, die uns umweben, da braucht es einen Diskurs, da braucht es auch Räume möglicherweise, wo man da viel tiefer noch reingeht und schaut, was macht das mit uns als Menschen, was verändert das auch in unserem Denken, in der Kultur. Also das ist aus meiner Sicht ein Riesenthema,
für die nächsten ein, zwei Jahre mindestens oder noch länger. Wie ist es in der guten Stube, Simone? Jassa-Runden nur noch virtuell oder am Tisch? Also ich muss mich da vollkommen euch anschließen. Also es geht schon, wenn man bei uns die Tür auftut und reingeht, dann sucht man den Vibe auf und fühlt sich eigentlich gleich super wohl in der guten Stube. Und die Atmosphäre macht sehr, sehr viel auf und aus und die persönliche Begegnung. Aber das Digitale, auch jetzt über die Pandemie und dann über den Lockdown, hat viel aufgetan. Wir haben zum Beispiel einen Teil von unserem Programm digital umgesetzt. Wir machen Keramik-Workshops und haben dann auch einfach gesehen, wenn die Leute nicht in die gute Stube kommen, geht die gute Stube zu Leuten. Und haben halt Keramik-Kits zusammengestellt, Kistle mit allen nötigen Utensilien, und haben die den Leuten vor die Tür gestellt. Und dann haben wir uns gemeinsam im Zoom-Call getroffen und haben gemeinsam 4 Stunden lang miteinander getöpfert und haben so eigentlich den digitalen Raum genutzt, um ein bisschen eine Lösung in der schwierige Zeit irgendwie zum Her. Also wirklich eine Ergänzung und eigentlich auch Antrieb zum Weiterdenken und auch nicht zum Stehenbleiben. Wie ist es weiter hinten im Bregenzer Wald? Also dieses Digitale ist ja irgendwie, man hört, oder ist es klar, dass es Leute verbindet mit Leuten, die ganz woanders sind. Ja? Also es ist grenzüberschreitend auf der einen Art und Weise. Auf der anderen Seite haben wir ja heute schon öfters darüber geredet, dass es für euch im Ort wichtig ist, dass man sich im Ort verortet. Jetzt sind sie dann noch mehr weg, wenn sie dann sich noch nicht mal in die Gemeinde irgendwie involvieren, sondern dann auch noch irgendwie im Netz. Also ist es schwierig, weil man dann sich noch mehr differenziert, oder ist es eine Bereicherung, wenn ich es irgendwie schaffe, das, was die im Netz quasi an Netzwerken im wahrsten Sinne des Wortes haben, wenn ich die dann wieder in die Gemeinde bringe? Also ich glaube, das Aufzeigen der digitalen Möglichkeiten, wie wir das jetzt erlebt haben seit Beginn dieser Corona-Zeit, ist ganz eine wichtige. Ich glaube, dass die digitalen Möglichkeiten auch vieles erleichtern im Alltag, das wir vorher so bewusst nicht wahrgenommen haben, weil man es in Vorarlberg eigentlich verdrängt hat. Also so der Breitbandausbau und Digitalisierung zulassen, das war ja vielleicht nicht gewünscht, vielleicht war es nicht möglich, keine Ahnung. Jedenfalls, wenn ich daran denke, wie viele Kilometer ich früher gefahren bin, um eine halbe Stunde im Landhaus eine Besprechung zu haben oder irgendwo in Hohenems oder in Schopenau, da kann man sich vieles ersparen. Für wichtige Entscheidungen, die wir in der Gemeinde treffen, ist es sehr schade, weil in so einer Veranstaltung, auch wie wir heute haben, sehe ich wohl Einzelne, die konzentriert dabei sind. Ich weiß es aber aus Sitzungen in größeren Gremien, dass man abgelenkt ist vom Telefonieren, dass man nebenher einen Kaffee holt oder mit dem Kind spielt oder was auch immer. Also um gute Entscheidungen zu treffen oder wichtige, weitreichende Entscheidungen zu treffen, sind die digitalen Formen nicht immer die richtigen, weil ich nicht fest... Also ich habe das sehr gerne, wenn ich in einer Runde sitze und zum ersten das Lächeln der Frauen sehe oder den Gesichtsausdruck, wenn ich einen Blödsinn hergeschwätzt habe oder was auch immer. Also diese physischen Begegnungen sind für uns in politischen Entscheidungen wichtig, um eine ehrliche Stimmung abzuholen. Physische Begegnungen finde ich aber auch sehr wichtig, um einer sozialen Vereinsamung entgegnen zu können. Und deshalb, also diese Problematik, das könnte man den ganzen Abend füllen, was da abgeht im ländlichen Raum, um auch die soziale Vereinsamung der zu entgegnen, sind diese Orte wichtig, um sich physisch zu begegnen, um miteinander zum Reden, um zu sehen, ob bei einem die Augen leuchten oder ob ihm die Tränen kommen. Und das kann ich alles nur, wenn ich jemandem gegenüberstehe. Es tut vielmal gut, einen in den Arm zu nehmen. Ist digital nicht möglich. Also es gibt viele Vorteile der digitalen Möglichkeiten. Das ist auch gut, dass die aufgezeigt wurden. Aber die physischen Begegnungen braucht der Mensch. Das braucht die Seele und das Herz des Menschen. Und die dürfen wir nicht vernachlässigen. Wir sind auf einem gefährlichen Weg. Aber wir schaffen es wahrscheinlich gemeinsam, gute Orte zu bilden und umzusetzen, wo wir uns treffen können und umarmen. Das ist ja ein unglaublich schönes Plädoyer für dritte Orte und ein sehr, sehr toller Abschluss dieser Runde. Vielen Dank für diese Worte.